Crane, eins vorweg, du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Ist das okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Späher zurückbeordert. Also auch dich. Hier. Bericht. Könnte sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe. Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. Thank you.
Brackens Mission ist anscheinend gescheitert. Jade hat eine Versammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen. Gute Arbeit, 31. Crane, richtig? Crane. Hör zu. Brecken und ein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Beißer haben das Team dezimiert. Dann sind Rais Leute aufgetaucht. Haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Brecken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich. Okay? Zum Teufel nochmal. Du kannst ja kaum gerade auslaufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Okay, wir gehen rein. Gib dich zuversichtlich. Brecken? Lena? Vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Brecken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Stimmt's, Crane? Ich gehe. Ich mach's. Genau. Ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Himmel. Nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hierbleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane. Jade, auf ein Wort? Klar. Bricht zum Kessel auf. Ich melde mich dann. Passen Sie auf. Da wäre auch noch etwas anderes. Brackens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht, alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb, vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf, um das Mittel abzuholen. Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht, weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen. Ghazi lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht. Er würde das nicht verstehen. Ich frage mich, was Davut noch so alles in seinem Geschäft hat. Ich bin mir sicher, dass wir einiges davon gut gebrauchen könnten. Hey, hast du Ersatzschlüssel für 202? Was ist denn los? Drin ist was faul und die Tür ist abgeschlossen.
Pass auf, ich muss hier weg. Ich will meine Frau und mein Kind an einen sicheren Ort bringen. Also der Turm dürfte der einzig sichere Ort sein, den es gibt. Der sicherste in den Slums vielleicht. Aber wie wir beide wissen, heißt das nicht wirklich was. Es gibt einen Weg nach draußen. Aus den Slums? So ist es. Ich muss ans andere Ende der Stadt und dafür brauche ich eine Schusswaffe. Wenn du mir eine besorgst, sage ich dir, wo du einen Laden finden kannst, der noch nicht geplündert wurde. Woher weißt du, dass da überhaupt noch was ist? Weil es nur eine Person gibt, die Zugang dazu hat. Und das bin ich. Bring mir eine Waffe und der Schlüssel ist dein. Genau wie die Sachen im Laden. Was ist denn hier los? Bahir hat sich eingeschlossen. Wir konnten ihn schreien hören. Klang nach Verwandlung. Hört ihr das? Ich krieg's nicht hin. Willst du's versuchen? Du musst dieses Schloss knacken. Er ist gut. Bahir, bist du da? Hilf mir! Was ist mit dir? Ich kann mich nicht rühren. Mir explodiert gleich der Brustkorb. Verwandelst du dich? Nein, nein. Die Schmerzen gingen los, als ich Antizin nahm. Oh, da auf dem Boden. Dieses Zeug ist Müll. Was? Eine Fälschung. Wo hast du's her, Bahir? Bitte, ich brauche einen Arzt. Sag mir erst, woher du's hast. Geht nicht, hab's versprochen. Der Kerl ist nützlich. Bringt mir Sachen von draußen. Wie gepanschtes Antizin. Und wenn das Kinder kriegen, sollen die das auch durchmachen? Himmel, nein! Dann sag mir, woher du's hast. Yusuf, einer der Späher. Merkwürdiger Kerl. Er lebt auf dem Dach. Okay, ich hol Dr. Lena. Oh, bitte! Was ist passiert? Hast du ihn erledigt? Was? Nein, er verwandelt sich nicht. Braucht aber einen Arzt. Sie sollten sich das ansehen. Falsche Chargennummer. Ist das eine Fälschung? Jemand im 21. hat's geschluckt und kann sich jetzt nicht mehr rühren. Aman, geh zu ihm. Wo hat er es denn her? Von Yusuf, einem der Späher. Er wird es kaum hier herstellen. Jemand muss es ihm liefern. Ich red mal mit Yusuf. Je eher, desto besser. Tun Sie ihm nichts. Sprechen Sie mit ihm. Yusuf? Willkommen bei Yusuf. Was du suchst, ist schwer zu kriegen. Dann frag Yusuf. Yusuf hat alles, was du brauchst. Ich brauche Antizin. Aber ja, natürlich. Freund, heute ist dein Glückstag. Nein, Yusuf, es ist dein Glückstag. Du kannst reinen Tisch machen und mir sagen, woher das gefälschte Zeug stammt, das du Bahir verkauft hast. Bahir? Bahir, sagst du? Ich kenne keinen Bahir. Er wäre an deinem gepanschten Antizin fast gestorben. Gepanscht? Bist du sicher? Es taugt nichts? Ich hab den Kerlen ganze 10 Ampullen abgekauft. Für gutes Geld. Kerlen? Ja, das ist eine heikle Angelegenheit. Wer, Yusuf? Mir geht gleich die Geduld aus. Da
Da ist ein Gebäude neben der Apotheke. Da hausen ein paar Überlebende drin. Ich weiß nicht, wie viele. Ich war noch nie drin. Sie haben Arzneien. Einiges davon ist echt. Wohl aus der Apotheke. Aber sie stellen auch selbst welche her. Mein Kontakt ist ein Kerl namens Bento. Okay, die restlichen Ampullen verbrennst du. Aber die waren schweineteuer. Wenn du weiter mit diesem Zeug handelst, wird's um einiges teurer. Vermeide es auf jeden Fall. Come on.
Gazi? Ist jemand hier drin? Gazi, sind Sie da? Mama nicht happy ist? Ist niemand happy. Also mach Mama lieber happy. Gazi? Ich auch. Wir haben denselben Namen. Bist du von der Videothek? Nein, ich heiße Crane. Crane? Das reimt sich auf Frain und Dane und Zane und Lane und Main und Nain und auch auf... Darf ich reinkommen? Nein, nein. Das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Heute ist mein Tag mit Mama. Heute ist Muttertag. Und das ist der wichtigste Tag in der Welt. Bist du von der Videothek? Warum fragst du das dauernd? Weil du mir meinen Film über mich bringen solltest. Er heißt Charlie. Und handelt nur von mir. Und wie clever ich bin. Gazi, wenn ich dir den Film bringe, lässt du mich dann rein? Logo, dann könntest du mitgucken. Heute ist Muttertag und wenn Mama nicht happy ist, ist keiner happy. Oh, und sie will Schokolade. Mama will Pralinen. Nee, das ist jetzt echt zu viel. Keine Diskussion mit Gazi. Bringt nichts, haben auch die in der Apotheke gesagt. Thank you.
Manchmal überkommen mich diese Gedanken, dass da draußen nichts mehr existiert. Oh.